Ich grüße euch. Nottel erzählte mir schon, dass er euch in der Ruine getroffen hat. Ja, man hat ihn dort in einer Zelle festgehalten. Magnifizenz, ich muss dringend mit euch sprechen. Ja, aber meine Dings, Studien. Jetzt ist das wichtig, bitte hört mir zu. Ich bin gerade Zeuge eines unglaublichen Rituals geworden. Ein Ritual? Na gut, dann erzählt mal. Da fällt mir ein, habe ich euch schon von dem Vorfall erzählt, der sich vor einigen Jahren in der Halle des Quecksilbers... Können wir das auch später verschieben? Eure Magnifizenz ist wirklich dringend. Oh, ja, na gut. Was sagtet ihr gerade? Und in der Ruine hat jemand versucht, eine Seele mit einem lebenden Menschen zu verschmelzen. Allerdings scheint dabei etwas schiefgelaufen zu sein. Es erschien ein riesiger Mantrakel. Ah, hochinteressant. Aber erzählt doch weiter. Das war es eigentlich schon. Der Unbekannte hat sich dann ein Tor in den Nimbus geöffnet und ist geflohen. Ich hatte gehofft, ihr könnt mir mehr darüber erzählen. Also, ja, das kann ich wohl. Obwohl ich bemerken muss, dass es sich dabei um eine äußerst komplexe, Materie handelt. Da fällt mir ein, Nottel. Ja, Meister? Hast du das, Dings noch? Ich meine, das Alraunenpulver? Natürlich, Meister. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Entschuldigt bitte, eure Magnifizenz, ihr wolltet mir etwas über die Seelenverschmelzung erzählen. Seelenverschmelzung. Nun, hin und wieder kann es vorkommen, dass die Seele eines Verstorbenen in der dritten Sphäre verharrt. Die Gründe dafür können unterschiedlichster Natur sein. Nun, dieser Ort scheint mir aufgrund seiner Vergangenheit geradezu prädestiniert für ein solches Phänomen zu sein. Kommt das? Das scheint mir eine ganz normale Burgruine. Dieser Ort war mit Sicherheit einer der Schauplätze der sogenannten Salminger Grafenkriege, die vor rund 800 Jahren hier in Kosch stattfanden. Salminger Grafenkriege? So, könnt ihr mir mehr darüber berichten? Worüber soll ich berichten? Salminger Grafenkriege. Also die Historie des Kosch zählt nicht unbedingt zu meinen Fachgebieten. Aber ich bin mir sicher, dass ihr im Verdoker Stadtarchiv weitere Informationen darüber finden werdet. Gut, dann werde ich einmal mit der Archivarin Louisiane reden. Und über die Seelenverschmelzung könnt ihr mir gar nichts sagen? Nun, diese Seelen wurden höchstwahrscheinlich mittels Magica Conjuratio invociert. Diese toten Wesen fanden wahrscheinlich hier ihren Tod und konnten, aus mir leider unbekannten Gründen, nicht ins Totenreich einkehren. Bitte verwechselt diese Wesen nicht mit einer gefesselten Seele. Diese sind durch einen Fluch an die dritte Sphäre gebunden und erscheinen nur zu bestimmten Zeiten. Das kann der Zeitpunkt des Todes, aber auch Neu- oder Vollmond sein. Des Weiteren gibt es natürlich noch Splittersteine, Windlocker, Mythrelsfackeln und Spaltenschrunde. Diese entstanden beim Magnum Opus des Weltenbrandes aus Geistern, Mindergeistern und niederen Dämonen aus der Domäne Agrimots. Das ist sehr interessant, eure Magnifizenz. Aber was ist mit der Verschmelzung? Verschmelzung? Dazu kann ich euch nicht viel sagen. Das verwendete Ritual ist mir leider unbekannt. Nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Magica Invocationis Daimonum handelt. Vielleicht ist es aber auch ein Xenophon aus der Zeit der Magierkriege. Die Magierkriege, sagt ihr, dabei wurde doch besonders der Ort Moorbrück in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht kann ich dort etwas in Erfahrung bringen. Das kann schon sein. Aber ich muss mir jetzt unbedingt den Schauplatz des Rituals einmal genauer ansehen. Das ist alles höchst interessant. Ein Ritual solcher Potenzial hat mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Dafür wäre ich euch sehr dankbar, Magnifizenz. Ich werde euch dann später aufsuchen. Wo kann ich euch denn finden? Ja, tut das. Wenn meine Forschungen hier abgeschlossen sind, werden Nuttel und ich nach Dings, Ferdok reisen. Ihr findet mich vermutlich in der Grafenresidenz oder im Stadtarchiv. Gut zu wissen. Eine Frage habe ich noch, eure Magnifizenz. Ihr erinnert euch doch noch an unser Treffen in der verlassenen Mine in Talon. Talon? Mine? Natürlich. Ja, durch Nuttels Missgeschick bin ich in den Besitz dieses Teils einer Statue gekommen. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Lasst einmal sehen. Prima facie, sehr alt. Sine dubio, exischer Herkunft. Ich detektiere eine schwache magische Aura. Möglicherweise Magica Moventia oder Magica Transformatorica. Delikat, äußerst delikat. Bei der Arcanogenese wurden diverse Kanti appliziert. Conclusio. Für eine extensive Examinatio ist dieser Arm leider zu wenig. Wenn ihr die anderen Dings, Teile dieser Statuette finden würdet, dann, Hab Dank, eure Magnifizenz, dann werde ich weiterhin Ausschau danach halten. Tut das. Komm, Nottel, genug getrödelt. Die Wissenschaft ruft. Ja, Meister. Ja. Wechselt die beiden?
Und wir haben geschlossen. Haben wir gerade... Ah doch. Eine Scharbinder Schenke. Haben wir noch gar nicht... Die Schabe ist erschlagen und findet sich wohl in der nächsten Suppe wieder. Hoffentlich nicht. Speckseinen und seine Gäste werden froh sein, wieder in ihre geliebte Sau einkehren zu können. Aber ansonsten... Nix. Ja, ich soll der Vogt ihm berichten. Ein mysteriöser Fund. Finde das fehlende Teil. Wenn die Statuette tatsächlich exischer Herkunft ist, dann muss am Torso noch ein Schwanz fehlen. Wo ist er wohl versteckt? Ja, da muss ich mal gucken, wo die Teile sind. Entführt. Während der Feindlichkeiten entkommen. Ich habe mit Akrom über den Seelentransfer gesprochen. Das Seelenritual. In der Ruine, in den Blutbergen, bin ich Zeuge eines Rituals geworden, bei dem eine Seele mit einem lebenden Menschen verschmolzen ist. Ich vermute, dass der unbekannte Entführer das gleiche mit Zahina und Firiane vorhat. Ich muss unbedingt mehr über diese Sache herausfinden. Sprich mit der Archivarin. Die Ruine stammt auch aus der Zeit der Salminger Grafenkriege. Ich sollte mit der Archivarin Louisiane in Ferdok sprechen. Bestimmt kann sie mir mehr darüber berichten. Erstmal Gerakurim will sich an dem Schauplatz des Rituals genauer ansehen. Er hofft, dass er dadurch nähere Informationen über das Ritual bekommt. Ich soll ihn dann im Stadtarchiv in Ferdok aufsuchen. Okay. Ehemaliges Pajotenlager. Hier wohnt niemand mehr. Okay. Sie haben aber die Hühner zurückgelassen. Sie haben alles zu... Warum baut man ein Lager und lässt es dann zurück? Gutshof. Mit dir können wir immer noch nicht reden. Habt ihr Salina endlich gefunden? Nein, leider noch nicht. Gibt es... Nein, konnte ich nichts herausfinden. Redo, hast du noch was für uns? Er hat halt leider keine Murmeln. Salmenteich möchte ich jetzt mal kurz. Und laufe in die falsche Richtung. Lass mich mal kurz auf den Hexentanzplatz. Wer sind die Hexen hier und wissen auch irgendwas? Oder ich sollte ihnen wenigstens Bescheid sagen, dass hier Scheiße vor sich geht. Es sind aber keine Hexen hier zu sehen. Ja, jetzt zeige ich euch noch kurz die Tür, die ich meinte, und dann verschwinden wir wieder von hier.
Dann geht es nämlich wieder zurück in die Grafenstadt. Und da gucken wir, ob wir in der Grafenstadt noch Murmeln kriegen. Simon-Teich. Es müsste sogar hier auf der Seite sein. Nee, das ist, glaube ich, doch auf der Seite gewesen. Ein Hexenbaum. Wolf. Bären. Ne, hier hinten waren die Räuber. Ich glaube, das war doch vorne. Ja, ich glaube, das war da hoch, den Flusslauf hoch. Gucken wir mal kurz. Genau, hier hoch war das. Genau, hier ist ein Tor. Aber das können wir nicht öffnen. Und es ist halt direkt unterhalb der Ruine, wo das Wasser rausfließt. Ich dachte, das wäre ein zweiter Ausgang. Also nachdem mir wieder eingefallen ist, dass das Tor überhaupt dort ist. Aber irgendwie bin ich zu doof, den zu finden, habe ich das Gefühl. Naja. Zurück zum Schnellreisepunkt. Der ist ja gleich hier um die Ecke. Meint ihr? Vorgrim, du kannst ein paar... Tränke... Gut, Brücke wollen wir. Dann ging das hier ja relativ schnell. Okay, ich habe ein bisschen Zeit verplempert, indem ich mich umgesehen habe und so. Aber ansonsten war hier nicht viel in den Blutbergen. So, das heißt zurück zur Grafenstadt. Ja, du schaust nach, was ich da auf dem Weg befinde. Jetzt bin ich mal gespannt. Nur ein paar Feuerfliegen.
und ein Oger, der seine Pflänzchen beschützt.